So, dann, ja, wie gesagt, geht es los. Ich gehe mal hier ein Stückchen weiter nach hinten, dass ihr mich auch ganz sehen könnt. Erstmal sehr schön, dass ihr da seid. Wie gesagt, für mich heute so ein bisschen aufgeregt, weil ich hier im neuen Studio bin, aber eigentlich ist es ja wie immer, ne? Wir sehen uns hier schön über den Bildschirm. Ja, wir starten den Körper so ein bisschen vorzubereiten. Du stellst dich schön breit, hüftbreit hin, dass du einen stabilen Stand hast. Und wir atmen einmal tief ein, du streckst dich hoch, locker aus. Auch nochmal strecken hoch. Locker aus, nach oben und dann bleib mal oben und dann fang an, so ein bisschen Bewegung hier in den Körper zu bringen. Ne? So ein bisschen recken und strecken. Auch die Beine machen mit, schiebst dich hier immer richtig schön zu den Seiten raus. Bring mal die Arme so ein bisschen mehr zur Seite. Probier mal aus, jede Richtung. Ah, so richtig schön auseinanderziehen den Körper. Jawohl, greif die Hände, streck dich nochmal hoch. Die Knie leicht gebeugt und wir gehen hier mal in die großen Kreise vom Oberkörper. Ziehst dich richtig schön über die Seite, so auf halbe Höhe vorne, das reicht uns. Genau, da immer so auf Kniehöhe, sag ich jetzt mal so mit den Armen, mit den Händen. Schöne große Bewegung. Einmal noch in die Richtung. Bleib nochmal oben und wechsel die Seite. Zieh dich über die andere Seite auf halbe Höhe, Kniehöhe und nach oben. Also richtig schöne große Kreise im Rumpf. Wie gesagt, die Knie sind so ein bisschen weich, dann stehen wir auch stabiler. Und bleib nochmal oben hier. Knie bleiben immer noch ein bisschen gebeugt. Und jetzt machen wir hier so kleine Kreise. Da wollen wir den Schultergürtel einmal so ein bisschen lockern, wie so ein Lasso schwingen hier über den Körper. Und nochmal einmal wechseln die Richtung. Andersherum. Jetzt gehen wir hier noch mal ein bisschen langsamer und lassen die Bewegung in den Oberkörper fließen. Versuch da noch mal ganz sanft so ein bisschen zu kreisen und auch hier wechseln wir Oberkörper. Jawohl, sehr schön. Und in der Mitte streck dich hoch und senk die Arme. Wir ziehen eine Seite richtig schön raus. Bleibt erstmal bei einer Seite, dass wir uns hier auf die Streckung dieser Seite konzentrieren. Schön hoch und tief. Hoch und tief. Die Beine machen natürlich wieder mit. Ich sagte gerade schon, ich möchte, dass mir so ein bisschen warm wird, aber ne, das schadet auch nicht, wenn euch warm wird. Sehr schön. Bleibt nochmal hier in der Seitneigung und wir ziehen hier nochmal so ein bisschen nach. Schieb da nochmal so schön in die Seite raus. Atem fließen lassen. Und dann ziehen wir hier den Arm so ein bisschen mehr über vorne. Immer so dynamische Bewegung, da so ein bisschen rausziehen, geht die Dehnung wieder so ein bisschen mehr hier seitlich in den Rumpf. Und wir wechseln, einmal oben, einmal vorne ziehen, oben und vorne ziehen, hoch und vor, nochmal hoch und vor und dann kommt sie mit. Sehr schön. Andere Seite, zieht raus, streck dich hier lang und wir senken, raus und tief. Erstmal so ein paar Mal hier schön über die Seite rausziehen und senken, hoch und tief. Jawohl, hoch und tief. Noch zwei. Einmal noch und dann bleib nochmal hier in der Streckung und dann ziehen wir da nochmal so ein bisschen nach. Lass den Atem fließen, so schön hier die Rumpfmuskulatur erwärmen. Wir ziehen so ein bisschen mehr über vorne. Ne? Merkst du auch direkt ganz anders die Dehnung so ein bisschen mehr im Rücken. Jawohl, sehr schön. Und wir wechseln einmal parallel nach vorne, einmal eindrehen, vorne und eindrehen, vorne und eindrehen. Sehr schön. Nochmal vorne und eindrehen. Letzter. Und dann komm nochmal zur Mitte. Ah, sehr schön. Ja, einmal locker lassen. Knie sind schön gebeugt. Wir bringen hier einmal das Becken in Bewegung. Du kannst da einmal schön vom Becken her vor und rück. Spann die Bauchmuskeln hier direkt an und lösen. Spannen und lösen. Spannen und lösen. Sehr schön. Und dann find so eine mittlere Position. Dann schieben wir einmal das Becken so ein bisschen nach rechts und nach links raus. Die Hüften ein bisschen lockern. Rechts, links. Jawohl. Und dann mach hieraus die kreisende Bewegung. Einmal so richtig schön. Lass dir nochmal Zeit. Hula hoop, aber in langsam. Und einmal Richtung wechseln. Andersherum. Jawohl, sehr schön. Wunderbar. Und dann komm nochmal zur Mitte gerne. Die Knie nochmal ein bisschen mehr beugen. Bauch ist fest. Arme gehen auf Schulterhöhe. Dreh deine Schultern locker nach vorne ein und öffnen. Eindrehen und öffnen. Mach nochmal weiter. Ich stelle mich nur mal gerade seitlich. Könnt ihr nochmal schauen. Ne? Also da geht schon der ganze Schultergürtel. Natürlich auch die Arme, klar, ne? Die gehen auch mit. Aber lass die Bewegung hier wirklich aus dem Schultergürtel kommen.
machen die Bewegung etwas größer, dafür ein bisschen langsamer, dass wir eher wieder so hier unsere Welle durch den Körper fließen lassen. Vom Schultergürtel vor und öffnen, vor und öffnen. Sehr schön. Und die Bewegung wird noch etwas größer. Wir gehen da so ein bisschen tiefer, tief und dann so ein bisschen weiter nach hinten oben. Da lass dir nochmal Zeit, in die Streckung zu gehen. Schultergürtel vor und öffnen, vor und öffnen. So ein bisschen so eine Welle. Zwei noch. Einmal noch. Und einmal öffnen und löse dich einmal aus der Position. Sehr schön, wunderbar. Bleiben nochmal hier im etwas mehr als hüftbreiten Stand. Wir nehmen das hier vom Schultergürtel nochmal auf, aber mit einem Arm. Fangen mit einer Seite an, Schultergürtel vor und öffnen. Und dann können wir hier nochmal schön in das Heben des Beines reinkommen. Seitliche Muskulatur hier so ein bisschen vorbereiten, eindrehen und öffnen. Eindrehen und öffnen. Nur hier mal so einen kleinen Moment in der Position stehen. Und dann lass dich wieder hier in die Position reinfallen. Tief und hoch. Sehr schön. Tief und hoch. Tief. Hoch. Jetzt wollen wir hier noch was ergänzen. Das heißt, wenn du hier in der Position bist, hoppala, einmal halten, dann überkreuzst du einmal das freie Bein nach hinten, kommst mit langem Rücken tief, wenn das geht, hier einmal Fingerspitzen aufstellen. Also tief halten, senken und hoch. Komm tief, halten, senken und hoch. Sehr schön. Tief, halten, senken und hoch. Nochmal. Hier richtig schön reinfallen, Haltung aufbauen, lange Rücken, auch hier. Und rein, halten, tief. Sehr schön. Und einmal noch, halten, tief. Und gut, wunderbar. Super, die andere Seite ist dran. Nochmal stabiler Stand. Anderen Arm. Erstmal hier nochmal die Bewegung. So ein bisschen hier unsere Welle, unsere Acht vom Schultergürtel. Und dann komm hier in das Halten. Jawohl, tief und halten. Merk schon, heute kommen wir so ein bisschen in Bewegung. Aber keine Sorge, mir wird schon langsam warm. Jawohl, ich hoffe euch auch. Tief und halten. Tief und schöne Position hier. Tief halten. Mit der Erweiterung hier. Komm tief, ups, hoch. Einmal kreisen. Hier, beug dich tief und hoch. Hier schöne Acht. Halten, tief und hoch. Nochmal hier schön reinkreisen und tief und hoch. Nochmal. Darfst das natürlich auch ein bisschen langsamer machen, ruhig jeder im eigenen Rhythmus. Noch zwei. Halt den Rücken lang. Hier dürfen wir ein bisschen lösen. Aber hier und hier ist der Rücken lang. Und tief und hoch. Sehr schön. Ein letzter. Und tief und hoch. Und gut. Ah, sehr schön. Einmal locker lassen. Ah, tief durchatmen. Komm mit den Füßen enger. Hüftbreite Position. Knie sind so ein bisschen weich. Wir atmen nochmal tief ein. Streck dich hoch. Ausatmen, senken, zieh den Bauchnabel nach innen. Nochmal hoch, strecken und wirklich mit der Ausatmung aktiviere die Körpermitte. Einmal noch hoch, Bauchnabel nach innen. Wir halten, Arme gehen nur auf Schulterhöhe. Dreh die Daumen nach hinten und wirklich Bauchnabel jetzt schön festhalten. Kleine, kraftvolle Bewegung nach hinten federn. Und hier ist jetzt natürlich wichtig, ne, dass eben nicht die Körpermitte hier durchgerüttelt wird, sondern mach dich da schön fest. Und wenn wir jetzt ein bisschen in die Rotation gehen, dann bleibt das Becken stehen. Ne, schau, dass nicht das Becken mitdreht, nur der Oberkörper. Mitte, andere Seite, Mitte, Seite. Sehr schön, Mitte und Seite. Mach nochmal. Und wirklich Körpermitte schön festmachen. Ne? Ganz stabil. Die Arme machen kleine, kraftvolle Bewegung. Das Becken bleibt nach vorne ausgerichtet. Bleib nochmal vorne. Halt die Arme ruhig. Handinnenflächen zeigen nach vorn. Und dann wechseln wir hier die Armposition. Rechts, links, links, rechts. Und hier geht es mir jetzt vor allen Dingen um die Schulterposition. Dass die Schultern ganz stabil auf einer Höhe bleiben. Ne? Egal, welcher Arm oben ist. Ihr seht es bei mir, die Schultern, die verändern sich nicht. Ne? Versuch dich da zu stabilisieren. Um auch das so ein bisschen herausfordernder zu machen. Armbewegung fließt weiter. Kommen wir auf die Fußspitzen und senken. Fußspitzen
und senken. Dann müssen wir wieder ein bisschen mehr hier in der Körpermitte stabilisieren. Aber wie gesagt, schau, dass deine Schultern auf einer Höhe bleiben. Gut, drück dich richtig raus. Da geht noch was. Richtig auf die Fußspitzen. Sehr schön. Jawohl. Einmal noch. Hochdrücken. Sehr gut, jawohl. Und einmal beide Arme hoch. Du lässt den rechten Arm runtersinken. Ah, und ziehst hier nochmal nach. Geh da schön weit rüber. Bauch ist fest. Becken und Rücken zeigt gerade nach vorne. Sehr schön zur Mitte. Wechsel die Seite. Mitte. Wechsel die Seite. Mitte. Lass dir jetzt hier Zeit und zieh die Arme so richtig schön lang. Zieh die Arme richtig auseinander. Ah, hier. Und auch hier, der eine Arm will nach unten, der andere zieht über den Kopf. Und dann bleib bei der zweiten Seite und zieh nochmal nach. Sehr schön zur Mitte und senken. Wunderbar, locker die Beine aus. Und noch ein bisschen mehr für die Beine machen, die Hüften ein bisschen vorbereiten. Stellst die Füße noch etwas enger. Aufrechte Haltung, wir atmen ein. Körpermitte nochmal festmachen, lange Wirbelsäule. Wenn du möchtest, kannst du fürs Gleichgewicht die Arme halten. Könnt gleich schauen, muss nicht unbedingt sein. Ich brauche hier die Arme fürs Halten. Schöne große Kreise aus der Hüfte. Und zieh das Bein wirklich so ein bisschen über innen, dann nach außen. Ne, sodass wir da wirklich so die volle Bewegung der Hüfte wirklich auch einmal ausführen. Das Standbein ist so ein ganz kleines bisschen gebeugt. Achtet da nochmal drauf, sodass so ein bisschen weich sind. Jawohl, sehr schön. Und nach Möglichkeit bleibt das Becken wieder stabil. Ne? Also dass nicht so viel mit dem Becken nach innen und nach außen passiert. Sehr gut, jawohl. Einmal noch öffnen, du lässt das Bein hier geöffnet stehen. Geöffnet heißt aber eben nicht, das Becken dreht in die Richtung, ne? Sondern es ist aus der Hüfte geöffnet. Vielleicht probierst du wirklich nochmal das hier aus, aus der Hüfte öffnen. Das ist eine kleine Bewegung. Öffnen und dann halt die Position. Standbein ist weich und wir ziehen Ellbogen, Knie hier schön zusammen. Nun ist die Hüfte geöffnet, Becken zeigt nach vorn, Ellbogen, Knie. Der Rumpf bleibt ganz stabil, sehr schön. Jawohl, 4, 3, 2 und einmal lösen. Sehr gut gemacht, wunderbar. Andere Seite, ganz in Ruhe aufbauen, Füße relativ eng. Gerade Haltung, nochmal einatmen. Körpermitte, wenn du möchtest, die Arme. Standbein ist weich und wir fangen hier mit den Kreisen an. Zieh das Bein richtig schön über innen nach außen. Jawohl. Lass den Atem fließen. Sehr gut. Schau wieder, dass dein Becken relativ stabil bleibt, dass da nicht so viel, ne, hier nach innen und nach außen gedreht wird. Jawohl. Wunderbar. Ne, Oberkörper auch schön aufrecht. 2 noch. Einmal noch. Und dann stellst du hier den Fuß auf und die, es ist aus der Hüfte geöffnet, aber wirklich nochmal spüren. Es ist nicht das, ne, sondern es ist wirklich nur da. Diese kleine Bewegung. Schau nochmal. Das, ohne dass sich das Becken verändert. Bleib in der geöffneten Position, Ellbogen, Knie. Sehr schön. Standbein ist weich, Becken gerade nach vorne. Sehr gut, jawohl. Lange Wirbelsäule. Auf 4, 3, 2 und einmal lösen. Locker lassen. Wunderbar, sehr, sehr schön. Ich gehe einmal seitlich. Wir stehen immer noch hüftbreit oder wir stehen jetzt hüftbreit. Gerade aufrechte Haltung. Knie sind weich. Nochmal einatmen. Körpermitte ist fest. Der Rücken bleibt in sich lang. Du machst wenig aus den Knien, sondern wirklich aus dem Rücken. Nur Knie sind hier so ein bisschen weich und kommst mit geradem Rücken auch wieder hoch. Also wirklich aus der Hüfte, könnte man sagen, die Vorbeuge. Und geht bitte nur so weit nach vorne, dass der Rücken in seiner absolut geraden Position bleibt. Das kann also auch bis hier sein. Wäre mir völlig recht, wenn du so weit gehst, aber der Rücken ist gerade. Ist mir lieber, als hier dann zu hängen. Also da wirklich nochmal spüren, wo kannst du hin mit langem Rücken. Die Haltung verändert sich nicht. Und da gehört auch die Kopfposition zu. Schau nochmal, der Kopf, der macht nämlich nichts. Ne? Der geht mit, der ist in Verlängerung. Sehr schön, vielleicht ein kleines bisschen langsamer. Denn ein Arm zieht nach vorne, einer nach hinten und dann hier wieder ran. Wechseln natürlich die Seite und... Und Knie nur so ein kleines bisschen gebeugt, aber diese kleine Beugung, die ist natürlich auch wichtig.
Wie gesagt, bleib in der Kontrolle deiner Haltung. Da will ich eben nicht sehen, dass der Rücken hier irgendwo dann aufhört mitzuarbeiten. Rückenstrecker spannen. Die halten den Rücken nämlich lang. Zwei noch so. Einer noch so. So, und jetzt probier langsam mit beiden Armen hier richtig schön in die lange Vorbeuge wieder aufrichten. Arme sinken. Nimm dir hier etwas Zeit, in die Position zu kommen. Wieder aufrichten und sinken. Sehr schön. Und auch hier, geh nur so weit, dass das eine Linie ist. Wenn das hier ist, wunderbar. Hier ist eine Linie. Ist mir lieber als da. Ne? Also wirklich schauen, wo du halten kannst. Zwei noch. Einmal noch. Wir bleiben hier auf dieser Höhe in der Position. Du lässt dich langsam weiter nach unten sinken. Lass den Kopf locker. Schultern, Nacken, Knie können auch ein bisschen mehr noch einknicken. Und wir kommen mal so ein bisschen in die Bewegung der Beine. Und die Fersen locker im Wechsel so ein bisschen auf und ab. Sehr schön. Da die Knie, die Hüfte, na, so ein bisschen auch den Rumpf mit zur Seite rausschieben. Wunderbar. So, dann bleiben wir nochmal hier mit den Füßen stehen. Die Knie ganz leicht gebeugt. Lass mal die Fingerspitzen noch einen Moment am Boden. Wir atmen ein. Und jetzt wirklich die Körpermitte aktivieren. Du ziehst den Bauch ein, mach wirklich nur mal dieses untere Stückchen und spürst, dass über die Bauchspannung das Becken ein bisschen nach hinten kippt. Wieder etwas nachgeben, lösen und spannen. Etwas nachgeben und spannen. Das ist eine kleine Bewegung, aber das ist hier der Ansatz der Bewegung. Der ist mir wichtig. Der kommt wirklich hier vom Becken aus den Bauchmuskeln. So, und dann spann den Bauch und lass die Bewegung weiter fließen durch die Wirbelsäule, dass du dich über die Bauchspannung hier wieder ganz nach oben aufrichtest. Sehr schön. Wir sind hier direkt wieder in unserem geraden Stand. Du lässt den Kopf locker. Schultern, Arme, hältst die Bauchspannung. Das Becken bleibt ja eigentlich erstmal so ein bisschen hinten. Und wenn die Fingerspitzen den Boden berühren, dann lass einmal die Spannung nach. Körpermitte wieder spannen und aus den Bauchmuskeln roll dich auf. Und lass hier wieder vom Kopf, Schultern, Arme, alles nach unten sinken. Und wenn die Fingerspitzen den Boden berühren, du hast noch die Bauchspannung, dann lässt du einmal bewusst nach und spürst auch nochmal, was sich verändert. Einatmen, jetzt zieh den Bauch wieder aktiv nach innen. Da sollte wirklich den Unterschied spüren, wenn man das mit Kraft macht oder wenn man einfach loslässt. Nicht loslassen, ne? Nicht in Seilen hängen, sondern gerade hier das Abrollen. Das muss natürlich aktiv sein. Da brauchen wir die Bauchspannung. Aber wenn die Finger am Boden sind, dann können wir einmal loslassen. Dann hat der Rücken Unterstützung von hier. Dann ziehst du wieder an. Sehr gut. Einmal machen wir es noch. Ja? Spür nochmal den Unterschied. Wir haben Spannung. Du rollst dich voller Kraft hier in die Tiefe ab. Dann lässt du einmal los. Wir bleiben unten. Wanders mit den Händen. Kleines bisschen nach vorne. Nimmst die Knie zum Boden. Dann sind wir im Vierfüßlerstand. Wunderbar. Wenn wir im Vierfüßlerstand ein paar Runden machen, wenn dir das an den Knien unangenehm sein sollte, kannst du dir gerne das Handtuch einmal unter die Knie legen oder meinetwegen unter die Hände, da wo ihr es braucht, wenn ihr möchtet. Ich bin ja auch schon in dem Alter, dass ich immer zwei Matten übereinander habe. Ne? Sonst ist mir das auch zu hart. Kein Problem. So, also richte dich einmal aus. Handgelenke, Schultern, Knie, Hüften. Jetzt habe ich es euch verraten, ne? Dass ich hier auf zwei Matten arbeite. So, und du darfst erstmal ganz frei gestalten, welche Bewegung du hier machen möchtest. Die Wirbelsäule, die kann ja alles. Ne? Die kann in jede Richtung gehen. Ach, nimm dir Zeit. Spür da rein, lass den Atem fließen. Sehr schön. Jetzt wollen wir nochmal ganz bewusst in den runden Rücken schieben. Nochmal schön das Becken nach hinten. Roll den Kopf mit ein. Schieb nochmal so ein bisschen in der Lendenwirbelsäule nach. Da so ein bisschen nach hinten raus. Jawohl. Einmal die Gegenbewegung. Höhl den Rücken aus. Brustbein und Kopf hebt sich. Spannst nochmal hier zwischen den Schulterblättern. Da nochmal aktiv die Schulterblätter ziehen. Und dann wollen wir natürlich die Mitte finden. Stell dich nochmal ganz in Ruhe ein. Wo muss dein Becken stehen? Da ziehen wir den Bauch schon mal nach innen. Ne? Wo müssen die Schultern stehen? Zieh die Schultern aktiv nach hinten unten. Und dann natürlich genauso wichtig, der Kopf, der hängt hier nicht locker rum, der ist auch nicht im Nacken, sondern in Verlängerung deiner Wirbelsäule. Wir stellen die Fußspitzen auf. Du atmest nochmal tief ein. Körpermitte nochmal aktivieren. Und dann löst du ein kleines bisschen die Knie. Kannst den Rücken in dieser geraden Position halten
Und auch die Schultern verändern nicht ihre Position, der Nacken nicht. Der Atem fließt, sehr schön. Jetzt geht es mir auch wieder um den geraden Rücken, so ähnlich wie gerade im Stand, als wir in die Vorbeuge gegangen sind. Wenn du jetzt hier nach oben schiebst in das Dreieck, hätte ich hier gerne immer noch einen langen Rücken, dass der genauso aussieht wie hier. Du schiebst raus und senken, schiebst raus und senken. Wir halten immer ein Zentimeterchen über dem Boden, ne? Nicht ganz abstellen. Aber wie gesagt, konzentriere dich auf die Haltung. Ganz egal, ob du gerade hier oben bist oder ob du hier unten bist. Ich will die Haltung sehen. Jawohl, sehr schön. Zwei noch. Einmal noch senken. Bleib noch mal in der Position. Ein Zentimeter über dem Boden. Jetzt wollen wir einen Fuß, aber hier, das Knie ist ja sowieso gelöst, hier lösen. So, und dann schieben wir hoch, nehmen das Bein mit. Und auch hier möchte ich gerne eine gerade Linie. Jetzt haben wir Arme, Rücken und Bein in einer Linie. Du senkst, wir halten den Fuß und schiebst raus. Senken und rausschieben. Es geht um die Haltung. Komm, arbeite an deiner Haltung. Der Rücken ist lang. Sehr schön. Zweimal noch die Seite. Sehe ich die Beine gestreckt oben. Komm. Und einmal halten. Bleib mal oben. Streck dich nochmal. Und dann senkst du erstmal hier das Bein. Bleib nochmal hier in dem langen Rücken. Der oberen Position. Und einmal die Knie kurz absenken. Gerne einmal Bewegung in den Rücken bringen. Da kommt natürlich noch die andere Seite. Keine Sorge. So, wir starten. Richte dich nochmal aus. Schultern weg von den Ohren, Bauchnabel nach innen, langer Nacken. Stütz die Fußspitzen auf. Wir atmen nochmal ein. Körpermitte nochmal festmachen. Löse die Knie wieder ein bisschen und das andere Bein löst du vom Boden. Schiebst dich raus und es geht um die Haltung. Ich hätte hier so gerne lange Arme, langer Rücken, langes Bein, alles in einer Linie. Senken, ein Zentimeter über dem Boden und rausschieben. Senken. Und rausschieben. So, mach nochmal weiter. Jetzt gucke ich einmal. Jetzt laufe ich einmal den weiten Weg nach vorne zum Monitor. Ja, und drehe das Becken nicht so aus zur Seite. Na gut, dass ich hier gucke. Aha, danke schön. Direkt korrigiert. Wunderbar. Vielen Dank. Nicht so zur Seite aufdrehen. Ne, bleib parallel. Das sieht gut aus. Brustwirbelsäule schwingen. Oh, dann sehe ich ein gestrecktes Bein. Also ich nenne jetzt ja keinen Namen, ne? Aber hallo? Hallo? Gut, und bleib nochmal oben, halt nochmal in der Streckung. Sehr schön. Du senkst das Bein, wir sind hier nochmal, ich sage mal das Dreieck dazu, ne, sind wir nochmal hier oben. Und dann senk die Knie zur Matte. Ach, löse dich einmal aus der Position, setz dich mal locker auf die Fersen, dann haben die Handgelenke so ein bisschen Pause. Ne? Lass mal die Handgelenke kreisen. Und dann richte den Rücken hier auf. Sehr schön. So, als nächstes möchte ich gerne eine seitliche Position. Du stützt direkt mal den Unterarm auf. Richtet euch mal ganz in Ruhe aus. Ja, wir sind dann hier so ein bisschen auf dem Hüftknochen. Wenn dir das zu hart ist, leg dir gerne direkt hier das Handtuch unter deinen Hüftknochen. Na, also wir bleiben jetzt nicht so lange da, aber mach's dir da gemütlich, so gut das geht. Wir sind Becken und Rumpf gerade nach vorne ausgerichtet und achte natürlich vor allen Dingen hier auf die Schultern, ne? Weil das ist nicht günstig, wenn du dich da jetzt einfach so reinhängen lässt. Sieht auch nicht so schön aus, ne? Sondern bau hier schon mal Spannung auf. So, Körpermitte natürlich spannen, Bauchnabel nach innen. Den oberen Arm ziehst du fast ein bisschen mehr nach hinten und wir drehen hier die obere Beckenhälfte, kleines bisschen nach vorne. Also du möchtest da in die Spannung der hinteren Muskeln kommen. Spür da mal rein. Ne, schieb dich ein bisschen vor, aber unter Bauchspannung, dass wir uns nicht ins Hohlkreuz drücken. Jetzt kippt das Becken leicht nach hinten. Du hebst die Beine lang an, ziehst dich noch schön aus der Schulter raus, langer Rücken. Die Position ist auch schön. Ne? Also einmal Beine senken und du schiebst dich unter Kraft hier ein bisschen nach vorne. Der Arm zieht zurück, Brustkorb wird weit. Und da ziehen wir hoch. Sehr schön. Nach vorne, das Öffnen und Heben. Vorne öffnen. Sehr schön. Und Heben. Mach das Ganze in Ruhe, in deinem Rhythmus. Ne? Wir haben wieder ganz viel, auf das wir uns konzentrieren müssen. Ne? Die Haltung, die Schulter, Spannung in der Körpermitte. Da reindrehen. Sehr gut, jawohl. Super macht ihr das. Zweimal schaffen wir noch. Öffnen, vorheben. Einmal noch öffnen, vor und das Heben. Und einmal senken. Hol den Arm dazu.
Ich schaffe es immer wieder von meiner Matte irgendwie runter zu rutschen. So, schau mal, das obere Bein, das stellst du auf, maximal auf Kniehöhe, also nicht so weit, wie ihr könnt nach oben. Wir sind hier nicht vom Oberschenkel. Klar, ginge auch, aber ihr wisst ja noch nicht, was kommt. Ne? Von daher bleib so auf Kniehöhe, der Fuß zeigt nach vorne von deiner Matte aus gesehen. Jetzt gehen wir hier eine Etage höher, nämlich auf die Hand und die Fingerspitzen zeigen zum oberen Rand deiner Matte. Ihr merkt schon, das wird ein Knoten, ne? Das wird kompliziert. Ihr schafft das, du streckst dich hier raus. Und hier möchte ich schon eine schöne Haltung sehen. Ne? Auch hier bitte sowas, ja, geht so. Ne? Bau hier wirklich Haltung und Spannung auf. So, einatmen. Aufgepasst, du drückst dich hier über die Seite hoch, kommst in die Bogenspannung, stützt die andere Hand mit auf. Jetzt haben wir beide Hände wie in einer Stützposition. Und das lange Bein, das gestreckte Bein, das lösen wir und ziehen es schön nach hinten oben raus. Sehr schön. Hier wieder senken zum Boden. Schöne gestreckte Position. Einatmen, ausatmen, über die Bogenspannung und hoch. Einatmen, senken. Ausatmen, hoch. Einatmen, senken. Oh, und da muss man aufpassen, dass man nicht runterknallt. Ne? Also wirklich langsam absenken. Ne, hoch kommen wir alle sehr gut, aber auch hier das langsame Nachgeben. Ah, da nochmal aufpassen. Sehr schön. Langsam nachgeben. Passt wieder so ein bisschen hier auf die Schulter auf. Die sehe ich da manchmal so ein bisschen abhauen bei einigen. Stabilisiere dich hier in der Schulter. Jawohl. Einmal noch. Sehr gut. Und nochmal hier senken. Jetzt gehen wir erstmal wieder auf den Unterarm. Beine kommen zusammen. Gut. Jetzt kommt das obere Bein etwas hinter das untere Bein. Die Füße liegen also seitlich voneinander. Gleich haben wir es geschafft. Gleich wechseln wir die Seite. Hier wieder schön auf die Schulter achten, ne, dass wir da nicht einsinken. Wir atmen ein. Körpermitte nochmal schön festmachen. Und du drückst dich hier hoch. Der Arm zieht in Verlängerung des Rückens. Aufgepasst, das untere Bein gebeugt. Wir wollen Hand und Fuß zusammenbringen. Strecken und senken. Zieh dich hoch. Beugen. Strecken und senken. Zieh dich hoch. Komm. Beugen. Strecken und senken. Und nochmal hoch, beugen, strecken und senken. Zwei noch, ihr schafft es. Strecken und senken. Einmal noch, hoch, beugen, strecken und einmal auflösen. Sehr gut, locker die Arme aus. Puh, also jetzt ist mir warm, spätestens jetzt. So, jetzt müssen wir alles auf der anderen Seite machen. Wir haben angefangen, Unterarmstütz, beide Beine gestreckt, ja. Schau wieder hier auf die Linie, ganz wichtig, dass wir hier nicht in der Schulter einsinken. Aktivier die Körpermitte und der Arm geht hier so ein bisschen, ja, ich sag mal, über Kopfhöhe und dann ziehst du den Arm nach hinten und schiebst dein Becken ein bisschen nach vorne. Trau dich da rein, in diese Streckung, da wollen wir hin. Dass du wirklich merkst, wie die Rückenmuskeln aktiviert werden, aber die Bauchmuskeln, die machen mit. Einatmen, ausatmen, über die Seite hier schön lang heben. Jawohl, da rausziehen, in die Streckung, hier heben. Sehr schön, da rausziehen, in die Streckung, heben. Mach das ganz in Ruhe, in deinem Rhythmus. Auch hier dieses in die Streckung schieben, traut euch langsam, ne, aber da wirklich so ein bisschen die Hüfte nach vorn zu schieben. Und bleibt da einfach in der Bauchspannung, ne, dann ist das natürlich für den Rücken nicht schlimm, kann dem Rücken nichts passieren, wenn wir die Bauchspannung halten. Sehr gut, super. Da schön rausschieben. Ah, lass dir da Zeit. In die Streckung. Wunderbar. Zweimal machen wir das noch. Da schön strecken und hochziehen. Strecken und hochziehen. Ah, sehr schön. Wunderbar. So, senken wir den Arm ab. Stürzt schon mal hier den vorderen Fuß auf. Bleib noch mal in der Position. Da scheint jemand rausgefallen zu sein. Die Sarah, will ich die mal eben wieder reinlassen, ne? So, okay. Also, oberes Bein hast du aufgestellt. Nicht zu hoch, ne? Denk nochmal dran, jetzt wisst ihr ja, was kommt. Ne? Maximal so auf Kniehöhe. Wir gehen hier auf die Hand, stützt hier die Hand auf,
Sehr schön, jawohl. Fingerspitzen zeigen in die Richtung. Streckst dich hier nochmal raus. Einatmen. Ausatmen. Drück dich hoch. Bogenspannung. Die andere Hand kommt dazu, wie im Stütz. Und dann zieh das untere Bein richtig schön raus. Versuch beide Beine zu strecken, wenn das geht. Und dann senk dich hier langsam wieder ab. Nicht runterplumpsen. Und in den Stütz. Hoch. Senken und langsam nachgeben. In den Stütz. Hoch. Senken und langsam nachgeben. Sehr schön. In den Stütz. Hoch. Senken. Und da. Sehr schön. Stütz. Hoch. Mach das wieder ganz langsam, ganz bewusst, dass du wirklich spürst, wie die seitlichen Rumpfmuskeln aktiviert werden. Aber ihr macht das super. Sehr schön. Habe ich mir heute wieder extra für euch überlegt, diese Kombi. Fand ich sehr, sehr schön. Puh, aber anstrengend. Also mir ist warm. Temperatur hier im Raum ist völlig in Ordnung. Zwei noch. Senken. Ja, einmal noch. Und senken. Oh, löst die Position auf. Super, jetzt hatten wir noch die dritte Runde. Die war erstmal wieder auf dem Unterarm. Ne? Beine sortieren. Das obere Bein, das geht ein bisschen nach hinten. Das haben wir gleich als Stützbein. Unteres Bein wollen wir mitarbeiten. Zieh dich aus der Schulter raus, spann hier den Rumpf. Oberer Arm zieht auch hier nochmal in die Länge. Einatmen, ausatmen, drück dich hier hoch. Unteres Bein, gerne Hand und Fuß schließen, öffnen und senken. Drück dich hoch, schließen, öffnen und senken. Und nochmal hoch, schließen. Öffnen und senken. Lass dir wieder Zeit. Mach es im eigenen Rhythmus. Mach es kontrolliert. Bitte die untere Schulter nicht so loslassen. Versuch die mehr in Spannung zu halten. Mal hoch. Ran. Öffnen. Sehr schön. Immer hoch. Ran. Öffnen. Das ist super für die seitliche Rumpfmuskulatur. Schön in die Kraft kommen. Zweimal machen wir noch. Hoch. Ran. Das. Und ein letzter. Und hoch. Ran. Das. Und einmal auflösen. Sehr gut. Komm mal hoch. Tief durchatmen. Arme auslockern. Wunderbar. Eine Runde haben wir noch so hier im Seitsitz. Dann geht es gleich in die Rückenlage. Schau mal, dass du dich so hinsetzt. Ein Bein ist vorne. Das ist angewinkelt. Das kann so, ja, ich sag mal, parallel so ungefähr zu deinem vorderen Mattenrand liegen. Und das andere Bein, das ist da hinten. Sehr schön. Der Rücken soll möglichst aufrecht sein, möglichst nach vorne. Wenn jetzt hier die Beckenhälfte nicht ganz absinkt, ist es erstmal nicht so schlimm. Aber ihr könnt euch helfen, wenn ihr hier unter die andere Beckenhälfte zum Beispiel das Handtuch nochmal nehmt, ne, dass wir da ein bisschen Unterstützung haben. So, hier, wo das angewinkelt, das vordere Bein ist, da darfst du dich so ein bisschen am Knie festhalten und der andere Arm zieht hoch. Kleines bisschen darfst du in die Seite gehen, denn wir lösen das hintere Bein. Du ziehst hier vor und wieder zurück, ohne abzulegen. Ziehst vor und zurück. Sehr schön. Vor und zurück. Wenn es geht, streckst du das Bein hier nach vorne oben aus. Jawohl, sehr schön. Und hier die Position will ich auch wieder sehen, ne? Dass du dich da schön rausziehst, ne? Das Öffnen. Hier vor und öffnen. Gerne halten die ganze Zeit. Wir legen das Bein nicht ab. Komm, da. Jawohl, rausziehen. Komm, zwei schaffen wir noch. Hier rausziehen. Jawohl, eine Runde noch. Gerne nochmal vorne halten, halt die Position und wir wechseln die Seite. Wunderbar. Anderes Bein nach vorne holen. Das Bein, das liegt so parallel zu deinem vorderen Mattenrand, wenn das geht. Wir richten uns hier in der Wirbelsäule auf, die Beckenhälfte gerne senken, aber wenn die ein bisschen hoch steht, ist nicht schlimm. Oder Handtuch unter die andere Beckenhälfte. Die Hand bleibt am Knie, kannst du dich ein bisschen festhalten. Andere Arm zieht hoch. Schultern fließen runter. Einatmen. Ausatmen. Löst das Bein. Ziehst es vor. Streckst es hoch. Und hier wieder halten. Ohne ablegen. Hol es vor. Und hoch. Hier wieder halten. Hol es vor. Und hoch. Sehr schön. Hier wieder halten. Das gibt dir super viel Kraft. Hier in den seitlichen Rumpfmuskeln. Hüft- und Beckenmuskeln. Spür da nochmal rein, welche Muskeln arbeiten. Sehr gut, super macht ihr das. Ah, ich weiß, dass der Seitsitz jetzt nicht so beliebt ist. Bei einigen müssen wir durch.
Jawohl, bleib in deiner Haltung. Nicht immer kleiner werden. Komm, mach dich nochmal groß. Zwei noch. Sehr schön, jawohl. Einmal noch. Bleib nochmal hier in der schönen Position. Halten, halten, halten. Und einmal lösen. Puh, sehr gut. Locker die Beine aus. Mach dir so ein bisschen Platz auf deiner Matte nach hinten. Ich habe ja die Rückenlage versprochen, ne? Die kommt jetzt auch. Stellst die Beine locker an. Ja, kannst gerne die Hände in die Kniekehlen nehmen. Roll den Rücken nach hinten. So, und dann nimm dir Zeit. Ach, gerne Wirbel für Wirbel. Aber ruhig ein bisschen gegenhalten. Da lassen wir uns mal ganz entspannt in die Rückenlage runter. Legst den Kopf mit ab. Ich habe hier mein kleines Handtuch wieder nur wegen dem Mikro. Das braucht ihr nicht unbedingt. Schau, dass dein Kopf gerade liegt. So, wir atmen tief durch. Die Beine stehen locker angewinkelt. Die Arme entspannt hier neben dem Becken nach unten. Und du nimmst dir Zeit, hier erstmal so ein paar Mal den Becken so ganz locker so in den Boden reinzurollen. Das machen wir einige Male. Ne? Das ist immer so ganz schön hier, um die Körpermitte zu aktivieren und den unteren Rücken wirklich zu entspannen. Nimm dir da nochmal Zeit für die Bewegung. Schön reinrollen. Das ist immer super angenehm. Das solltet ihr ganz, ganz oft zwischendurch machen. Jawohl, wunderbar. Jetzt wollen wir natürlich ein bisschen aktiver werden. Das heißt, du rollst das Becken rein und das muss immer das Erste sein, was kommt. Und dann versuch beide Beine anzuheben, den Kopf, Schultern und die Arme schieben nach vorne. Und du versuchst dich wirklich hier zu einem Päckchen zusammenzuziehen, aber ohne, dass du die Hände nutzt. Das machen wir aus den Bauchmuskeln. Stellst die Fußspitzen auf, nimmst die Arme lang nach hinten, einatmen. Erst die Körpermitte, drück den unteren Rücken rein und dann zieh dich in das Päckchen. Wir öffnen, Fußspitzen, nicht viel Gewicht auf den Beinen, Körpermitte spannt und das Päckchen. Und versuch da wirklich Stirn und Knie zusammenzubringen, ohne mit den Armen nachzuziehen. Das muss jetzt hier aus der Körpermitte kommen. Und nur die Fußspitzen aufstellen, wenig Gewicht auf den Beinen. Zweimal machen wir noch. Sehr schön. Einmal noch. Und du kommst nochmal in das Päckchen, ziehst dich hier nochmal richtig schön zusammen. Wir halten. Du schiebst weiterhin den Oberkörper und die Arme nach vorne. Ein Bein geht nach vorne und im Wechsel. Lass den Atem fließen und wirklich den Oberkörper weit nach vorne schieben. Zack und zack in die Streckung der Beine. Vier, drei, zwei, beide Beine ran. Jetzt greifst du in die Kniekehlen, lässt dich entspannt in die Rückenlage gleiten und schaukelst mal mit den Beinen so ein bisschen hin und her, rechts, links. Oder auch etwas kreisen lassen, ne, wie du möchtest, dass du den Rücken da entspannen. Wunderbar. So, komm zurück zur Mitte. Leg die Arme erst noch mal einmal ab, nach unten. Wollen wir die Beine ausstrecken nach oben. Mach das ruhig so ein paar Mal. Strecken, wieder beugen, dass wir hier erstmal ja, so ein bisschen spüren. Wir haben jetzt schon ein paar Übungen mit gestreckten Beinen gehabt. Aus dieser Position noch nicht. Jawohl. Und du streckst die Beine hoch. Wenn das geht, senkrecht zur Decke bis zu den Fußspitzen. Einmal Spannung aufbauen. Wir atmen ein. Bauchnabel zieht nach innen. Rollst hier Arme, Kopf, Schultern. Alles vom Boden. Willst nochmal möglichst weit nach vorne schieben. Ein Bein senken wir. Greif gerne hier oben Richtung Wade, wenn das geht. Und zieht hier wirklich nochmal aktiv nach. Aber wirklich ein gestrecktes Bein. Und wir federn zweimal. Und wechseln. Und wechseln. Und wechseln. Immer so sanft nochmal nachziehen. Und die Beine sind lang und der Oberkörper bleibt angehoben. Wirklich nachziehen. Und nachziehen. Sehr schön. Nachziehen. Bleib wirklich oben. Wir sinken nicht ab. Und nachziehen. Noch zwei. Einer mehr. Und du bringst nochmal beide Beine hoch, ziehst dich nochmal insgesamt etwas höher. Ich will, dass der komplette Schultergürtel, der ganze Brustkorb eigentlich, weg vom Boden ist. Einatmen und du löst die Arme. Wir sinken nicht ab. Arme kraftvoll. Ganz kraftvolle Bewegung. Und nicht absinken. Schieb die Arme vor. Ein Bein sinkt. Wechseln. Und wechseln. Und halt den Oberkörper. Komm, zwei noch. Schaffen wir. Einer noch. Beide Beine nochmal hoch. Arme immer noch kraftvoll. Einmal halten. Und einmal lösen. Ah, spürt ihr auch euren Bauch?
Oder nur ich wahrscheinlich wieder, ne? Tief durchatmen, Bauchmuskeln entspannen. Wunderbar. Ja, mir ist schön warm. Sehr gut. Wir gehen in das Becken aufrollen, also in das Bridging als nächstes. Richte dich nochmal etwas aus, nur die Füße locker hüftbreit. Arme liegen nochmal gestreckt unten, Kopf liegt gerade. Du atmest ein. Mit der Ausatmung Bauchnabel nach innen, wieder schön dieses Rollen vom Becken. Und bleib da erstmal in so kleinen Bewegungen. Ne? Also hier vielleicht so 2-3 Zentimeter das Becken aufrollen, dann schon wieder senken. Aber dass wir schon mal so in die Richtung uns langsam vorarbeiten. Hier schön aufrollen, senken, aufrollen, senken. Ne? Wieder super Bewegung für den unteren Rücken. Ne? Wer da Probleme hat, das wirklich ganz, ganz oft zwischendurch machen. Das hilft wirklich am besten. So, jetzt lass dir Zeit, die Bewegung weiter fließen zu lassen. Wir wollen ganz nach oben, hier in die halbe Brücke. So sage ich ja immer, ne? Die Leiste sollte gestreckt sein. Ziehst den Bauchnabel nach innen. Alle Muskeln spannen, vorne, hinten. Alles arbeitet zusammen. Und nochmal Wirbel für Wirbel wieder abrollen. Einatmen, locker. Körpermitte spannt. Wirbel für Wirbel nach oben schieben, bis die Leiste gestreckt ist. Und dann nochmal senken, rund abrollen. Mach das nochmal ein paar Mal im eigenen Rhythmus. Atem fließt. Sehr gut, jawohl. Wunderbar. Und wenn du das nächste Mal oben bist, in der Halteposition, dann bleiben wir hier. Die Arme, die dürfen mithelfen. Das heißt, die stützt du so richtig schön auf dem Boden auf, dass sie ja, dir ein bisschen helfen können hier beim Halten. Becken, Leiste, alles ist gerade, aktiviere die Bauchmuskeln. Denn wenn wir jetzt ein Bein nach vorne rausstrecken, die Oberschenkel sind nebeneinander, dann ist das schon langer Hebel. Ne? Da müssen wir gut die Körpermitte festhalten. Unterschenkel wieder ran, aufstellen, anderes Bein nach vorn, ran und vor. Das ist wie so ein Kick, den du nach vorne machst, dann schon wieder ranziehen. Die Oberschenkel bleiben die ganze Zeit nebeneinander. Da verändert sich nicht die Höhe. Sehr gut macht ihr das. Mal rausschieben und ran. Und das Becken, das soll natürlich stabil bleiben. Komm da noch mal ein bisschen höher. Einige wirklich, bleibt da oben. Alle Muskeln aktivieren. Vorne, hinten, oben, unten. Jawohl, sehr schön. Und jetzt hältst du ein Bein, ist egal welches Bein. Sondern wenn du es hochziehst, senkrecht zur Decke, ist es eigentlich leichter. Dann schieb bitte auch noch mal das Becken höher. Zieh die Fußspitze aktiv ran. Oberschenkel wieder nebeneinander. Fuß streckt hoch und senken. Hoch und senken. Und zieh das Becken hoch. Rücken bleibt lang. Fußaktivität lang und ran. Noch zwei. Einer noch. Hol den Unterschenkel wieder ran. Zieh noch mal nach. Da geht immer noch mal was. Becken höher, anderes Bein vor und hoch. Hier ist es etwas leichter. Da möchte ich, dass ihr noch höher seid. Zieh die Fußspitze aktiv ran. Wir senken und heben. Senken und heben. Fußaktivität. Jawohl. Senken und heben. Tief und hoch. Sehr schön. Tief und hoch. Popo bleibt oben. Zwei noch. Einer noch. Oh, nochmal senken, hol den Unterschenkel ran. Einmal noch hochschieben, da geht noch ein bisschen was. Drück dich nochmal raus. Und Wirbel für Wirbel. Ach, langsam lösen, sehr schön. Streck die Beine einmal aus. Gerne auch die Arme einmal nach oben, so ein bisschen recken und strecken. Aber es ist noch kein Stretching, wir haben noch 2 Runden. Die schaffen wir noch. Und mal so ein bisschen auslockern. Sehr schön. Arme kommen nochmal zurück, Beine locker angewinkelt. So, du ein Bein bleibt stehen, wollte ich sagen, und ein Bein holst du dir angewinkelt ran. Ist egal, mit welcher Seite ihr anfangt. Wir wechseln auch. Ne? Man merkt dir, welches Bein du hier gerade hältst. Heb den Kopf an. So, wir wollen hier ins Rollen kommen und du darfst schon hier das obere Bein ganz sanft, so als Schwunggeber, sage ich jetzt mal so, mitnehmen. Aber eben schauen, dass der Rücken geschmeidig ist. Ne? Und das andere Bein, das kriegt natürlich sofort was zu tun, denn das halten wir. Hier nochmal rannehmen und halten. Hier rannehmen und halten. Jetzt kannst du natürlich auch versuchen, das obere Bein ein bisschen mehr zu strecken. Beugen, beide Beine gehen locker mit. Schau nochmal hier, beide Beine jetzt mitrollen lassen und strecken. Beide Beine mitrollen lassen und strecken. Sehr schön. Und ich will wieder die Halteposition. Das will ich so schön sehen. Ne? Beugen, strecken. Pass nochmal auf, dass du nicht auf den Hinterkopf rollst. Ganz kontrolliertes Abrollen. Nicht zu weit. Kinn ist immer eingezogen.
Und nochmal hoch, wir halten. Du holst das untere Bein dazu. Beide Beine halten. Und sehe ich eine schöne Haltung. Langer Rücken, Schultern tief. Ah, sehr schön. Wir gehen hier direkt in die andere Seite. Ja, erstmal rollen. Und halten. Kannst gerne erstmal nochmal mit dem unteren Bein anfangen, das rauszustrecken, dass wir uns so langsam hier an die Übung rantasten. Aber ich finde sogar fast, dass man hier, wenn man das obere Bein ausstreckt, so ein bisschen besseres Gleichgewicht hat. Mal schau mal, wie du da hinkommst für dich. Ja, wir wollen rollen. Ne? Der untere Rücken wird rund und geschmeidig. Rollen nicht auf den Hinterkopf. Maximal zum Beginn des Schulterblattes. Da nochmal so ein bisschen kontrollieren. Sehr schön. Und sehe ich gestreckte Beine, gestreckte Füße. Die obere Position. Bitte nochmal da so ein bisschen ausformen. Ja, sehr gut. Und nochmal hoch. Wir halten. Holst das untere Bein dazu. Schöne, gestreckte Position. Schultern tief. Ein Bein geht übers andere. Mit der unteren Hand, da hältst du das untere Bein. Anderer Arm löst sich. Drehst dich in die offene Seite, also dass wir hier so ein bisschen mit dem Rumpf drehen können. Und dann kreis den Arm, hier wieder nach vorne drehen, zur Seite öffnen, nach vorne drehen, zur Seite öffnen, vorne. Das ist aktive Arbeit jetzt hier im Rumpf. Versuch da wirklich nochmal im Rumpf zwei unterschiedliche Positionen zu haben, ne? Dass du den ganzen Rumpf zur Seite öffnest und hier wieder aktiv nach vorne drehst. Seite öffnen und vorne, bleib nochmal, wechsel die Beinposition. Sehr schön, öffnest dich jetzt in die Seite, kreisen des Armes und da immer wieder nach vorne. Rumpf öffnen, kreisen und den Rumpf wieder nach vorne holen. Jetzt will ich aber mal gucken. Ach, was ist mit den Beinen da los? Jawohl. Und die Schultern nicht an den Ohren. Hallo, hallo, Schultern nicht an den Ohren. Da sehe ich interessante Gestaltung, aber ihr seid sehr kreativ. Komm, jawohl, Schultern sind tief. Es schaukelt, es wackelt. Stabilisier dich. Ah, ja, ja, nicht die Lieblingsübung. Ich sehe schon, aber meine Lieblingsübung. Und dann bleib nochmal in der Position. Bleiben, bleiben, bleiben. Ich bin gleich wieder da. Beine nochmal parallel, also hier nebeneinander. Das ist so eine schöne Position. Ah, wir bleiben auf 4. Du ziehst die Beine noch ein bisschen näher. 3, wie so ein Zeiger der Uhr. 2, 1 und einmal lösen. Jawohl. Da waren jetzt einige raus. Da haben einige gesagt, nee, also jetzt... Jetzt ist Feierabend. Jetzt gehen wir in die Bauchlage. Da kommt noch eine kleine Runde. Dreh dich mal rum. In der Bauchlage richte dich erstmal so aus, wie das für dich jetzt bequem ist. Wenn du den Kopf abstützen möchtest mit den Händen, dann mach das ruhig. Lass mal die Beine locker, die Füße. Schaukel dein Becken so ein bisschen hin und her. Tief durchatmen. So, das wird unsere letzte Runde. Also nochmal einmal alle Kräfte sammeln und mobilisieren. Wir nehmen uns Zeit für die Vorbereitung. Du atmest ein. Mit der Ausatmung zieh den Bauchnabel nach innen und zieh das Steißbein tief. Richte deinen unteren Rücken auf. Da wollen wir jetzt nochmal reinspüren, dass der untere Rücken lang wird. Wir lösen, einatmen. Körpermitte spannt, aufrichten, lösen, ein. Spannen, lösen. Und spannen. Mach das noch ein paar Mal, ganz in Ruhe. Das ist ja wieder hier unsere Basisbewegung, die wichtigste Bewegung, die eben für den unteren Rücken so super ist. Also mach das ganz, ganz oft. Jetzt machen wir noch 2. Lösen. Und noch einmal, spann die Körpermitte. Spür, wie sich dein unterer Rücken aufrichtet. Und versuch bei den Übungen, diese Spannung nicht zu verlieren. Wir bringen die Arme so ein bisschen mehr, ich sag mal so diagonal nach außen. Ja, so Richtung Ecken der Matte zum Beispiel könnte man sagen. Schultern bleiben hinten unten. Und auch die Beine öffnest du leicht. Dann sind wir mehr wie so ein X ausgerichtet. Ja? Schultern ziehen nach hinten unten. Nochmal Körpermitte wirklich festmachen. Und wir heben diagonal. Aber es ist wie gesagt mehr außen. Mal im Wechsel. Rechts, links, links, rechts. Schultern bleiben tief. Jawohl. Schöne lange Beine will ich sehen. Jawohl. Und... Lass den Atem fließen. Ihr dürft das auch langsamer machen. Ne? Schau, dass du vor allen Dingen auch im Bein nicht so einknickst, dass du da nicht so die Spannung verlierst. Da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr Streckung. Und sehr schön. Bleib nochmal in der Ausgangsstellung. Schulter nochmal tief, Körpermitte ist fest. Du hebst beide Beine. Wir senken beide Arme.
und senken. Also einmal die Beine heben, senken, einmal die Arme heben, senken, Beine, senken, Arme und senken. Erstmal wirklich separat, ne, also dass du die Arme erst wieder ablegst, dann kommen die Beine dran. Erst die Arme senken, dann die Beine. So, und jetzt wollen wir die Bewegung aber tatsächlich fließen lassen. Und dann ist es fast so ein bisschen schaukeln, dass du also von den Armen zu der Beinposition wechselst. Jawohl, sehr schön. Komm, gestreckte Beine. Hochziehen, auch die Arme. Komm, zwei noch. Einmal noch. Oh, noch mal einmal kurz lösen. Ah, kurze Pause. Puh, tief durchatmen. Schuckel dein Becken so ein bisschen hin und her. Eine Runde haben wir noch. Ah, ich glaube, ich mache heute Überstunde. Nee, keine Sorge. So, letzte Runde aus der Position. Noch mal bitte hier diesen Stern oder dieses X einmal formen. Arme ein bisschen nach außen, Beine ein bisschen nach außen. Schulter noch mal nach hinten unten. Wir atmen ein. Körpermitte zieht nach innen. Ah, da haben wir nochmal spannend. Du hebst die Beine und die sind ja ein bisschen geöffnet. Und dann beugst du die Beine, sodass die Fußspitzen zusammenkommen. Die Knie, die Oberschenkel sind angehoben. Also nach außen öffnen und die Fußspitzen zusammen. Außen öffnen, schließen. Außen öffnen, schließen. Und versuch die Oberschenkel so ein kleines bisschen angehoben zu halten. Sonst ist das langweilig. Schultern fließen runter. Ja. Schließen und öffnen, schließen und öffnen. Einmal noch, öffnen, senk die Beine, Körpermitte nochmal nachspannen. Du hebst die Arme und bringst dann die Fingerspitzen hier hinterm Kopf zusammen. Die Ellbogen zeigen schön nach außen oben, wir berühren gar nicht den Kopf. Öffnen, schließen, diagonal nach außen. Komm, auf und ran. Auf, letzte Runde, zwei. Öffnen und senken. So, und was kommt jetzt? Arme und Beine und alles zusammen. Tief einatmen. Körpermitte spannt. Hebt die Beine, hebt die Arme. Wir schließen und öffnen. Schließen und öffnen. Und die Oberschenkel sind angehoben. Die Hände kommen nicht an den Kopf. Ellbogen außen, oben. Vier. Schaffen wir noch. Noch drei. Noch zwei. Letzter. Und nochmal strecken und einmal lösen. Ah, sehr schön. Puh, tief durchatmen. Und wir drehen uns einmal auf die Seite. Du ziehst beide Beine ganz eng zum Körper ran. Richtest dich hier in der Seitlage wie so ein Päckchen aus. Das entlastet den Rücken. Bleiben wir einen kleinen Moment in der Position. Jetzt habt ihr es geschafft. Tief durchatmen. Wir gehen von hier dann auch direkt in die Dehnung. Und da kannst du einmal das obere Bein eigentlich so lassen, wie es ist. Das untere Bein, das schiebst du ein kleines bisschen weg, dass also das obere Bein dann hier zum Boden sinken kann. Jawohl. Jetzt schiebst du den unteren Arm weiter nach vorne raus, dass der Oberkörper dann hier so ein bisschen Richtung Rückenlage fast wieder rollt. Und dann öffnest du hier schön vom Arm. Rollst dich nochmal ein bisschen mehr nach vorne. Lass die Bewegung wirklich erstmal fließen. Hol den Arm vor und dann lass den Arm hier so schön in einer fließenden Bewegung nach hinten gehen. Und da haben wir ganz viel Dehnung. Da haben wir Schulterdehnung, Rumpfdehnung, seitlich die Hüfte. Lass die Bewegung fließen. Einmal noch und dann fließ nochmal in das Öffnen rein. Jetzt so weit, wie das geht, den Arm so diagonal nach außen führen. Tief durchatmen. Bleib einmal in der Position. Sogar die schrägen Bauchmuskeln werden hier gedehnt. Spür da mal rein. Der ganze Rumpf wird hier auseinandergezogen. Und du holst den Arm hier so ein bisschen über Kopf vielleicht ran. Das geht ganz gemütlich. Nämlich stützt die Hand auf, drückst dich hoch. Ach, so, jetzt haben wir eine Seite schon schön rausgezogen. Ne? Dann wechseln wir die Seite. Ja, du kannst gerne nochmal beide Beine so richtig schön weit nach vorne ranziehen, das Päckchen in der Seitlage. Und dann bleibt das obere Bein, wo es ist, das untere Bein, das schieben wir so ein bisschen drunter weg. Der untere Arm schiebt sich weit nach vorne, der Schultergürtel dreht hier schon mal fast so ein bisschen mit. Und dann lass hier eine schöne Bewegung fließen. Du öffnest und rollst direkt den Arm wieder nach vorne. Hier so richtig schön öffnen und nach vorne.
Lass dir nochmal Zeit, spür, wo hier überall die Dehnung reinkommt. Ne? Da haben wir Schulter, Brustmuskulatur, seitlich Rumpf. Einmal in die Bewegung fließen lassen und einmal noch hier in das Öffnen und jetzt so weit, wie dir das möglich ist, den Arm da so diagonal nach außen oben. Der Arm, der möchte gerne Richtung Boden sinken, aber die Beine, die bleiben hier auch schön am Boden. Und dann spür, wie sogar hier die schrägen Bauchmuskeln gedehnt werden. Ne? Die Rippen, hier wird alles geöffnet. Tief atmen. Und dann den oberen Arm so mehr über den Kopf, da einmal nach vorne, wieder zurückziehen. Da kannst du dich dann entspannt hier einmal nach oben drücken. Ah, sehr schön, komm mal hoch. Wir gehen in den Ausfallschritt, also gerne hier einmal über den Kniestand. Ich nehme jetzt erstmal mein linkes Bein nach vorne. Ist natürlich egal, mit welcher Seite du anfängst, ne, dass wir so ein bisschen uns ausrichten. Kannst dann auch gerne dein rechtes Knie unterlagern, also das Knie, was auf dem Boden steht. Mach so ein bisschen größer den Ausfallschritt, ein bisschen weiter nach vorne. Becken und Rumpf sind nach vorne. Und auch hier wollen wir direkt in eine fließende Bewegung gehen. Der freie Arm oder auf der Seite hier des hinteren Beines, mit dem ziehst du dich wirklich hier schön nach vorne oben raus. Ein bisschen auch in die Beinbewegung, in die Hüftdehnung gehen. Nach vorne oben, da wollen wir hin. Zieh dich da raus, jawohl. Und nochmal. Und nochmal. Jawohl, zwei noch. Große Kreise und dann bleib hier in dem Heben. Lass die Hüfte wirklich einsinken. Da will ich, dass ihr euch traut, alle Spannung zu lösen. Brauchst jetzt nichts mehr festhalten. Und wir lösen beide Arme. Du schiebst die Hüfte vor. Hebst die Arme, hebst Brustbein und Kopf und gehst da wirklich so weit, wie dir das möglich ist, in die Streckung. Die Arme ziehen fast so ein bisschen nach hinten. Hüfte schiebt vor, lass dich da reinsinken in die Dehnung. Sehr schön. Holst die Arme nach vorne, stützt dich hier einmal auf. Jetzt schieb dein Gewicht nach hinten. Entweder bleibst du so hier auf dem Knie, streckst das vordere Bein, ziehst den Fuß ran. Wenn es für dein hinteres Bein in Ordnung ist, darfst du dich gerne auch da ganz auf den Fuß setzen. Und dann wander mit den Armen nochmal weiter vor. Wir rollen den Kopf ein, Stirn geht zum Knie, zum Unterschenkel. Und zieh nochmal ganz aktiv hier vorne die Fußspitze ran. Ob du mit einer Hand da wirklich ranziehst oder den Fuß einfach so, ne, aus eigener Kraft. Das geht beides. Roll den Kopf mit ein, ganz hier in die Vorbeuge, schön runden. Und dann richte den Rücken hier auf, hol das Bein ran und wechsel die Seite. Einmal Ausfallschritt, andere Seite. Großen Schritt machen, ne? Becken und Rumpf ganz gerade nach vorne ausrichten. Die eine Hand kann hier so ein bisschen stützen und dann lässt du dich hier wieder ja, fast so ein bisschen ja, in die Position so rein sinken. Nutz so ein bisschen hier den Arm auch mit aus. Schöne kreisende Bewegung, da wollen wir hin. Zieh dich hier richtig schön in die Streckung. Und jawohl, und einmal noch ziehst du dich hier in die Streckung, Becken und Rumpf nach vorne. Versucht wirklich alle Spannung hier in Hüfte und Oberschenkel zu lösen. Manchmal hält man da noch ein bisschen fest. Lass da wirklich los. Bring beide Arme hoch, mach den Brustkorb weit. Wir wollen mit den Armen nach hinten, mit der Hüfte nach vorn. Lass dich da richtig reinsinken. In die Streckung der Leiste, Kopf, Brustbein mitheben. Und dann bringen hier die Arme den Oberkörper nach vorn. Sehr schön, schiebst dich hier nach hinten. Haben wir wieder unsere zwei Möglichkeiten. Du könntest entweder hier im halben Kniestand bleiben, vorderes Knie strecken, Fuß ranziehen. Wunderbare Möglichkeit, die Rückseite zu dehnen. Oder wenn das für dein hinteres Bein in Ordnung ist, kannst du dich da auch ganz runtersetzen. Und in beiden Varianten, egal wo du bist, bring den Oberkörper mehr nach vorn. Da wollen wir nochmal so ein bisschen einsinken. Roll den Kopf mit ein. Stirn und Knie zusammen. Und nochmal aktiv die Fußspitze. Da geht auch nochmal was, dass du auch wirklich die Wade so ein bisschen mitdehnst. Ne? Zieh den Fuß schön ran, dann merkst du da auch nochmal ein bisschen mehr. Richtest den Rücken hier einmal auf. Sehr schön. Hol das vordere Bein mit ran. Wir sind hier nicht im Vierfüßlerstand, auch wenn es fast so aussieht, sondern eher so in der Position, dass du dich so ein bisschen nach hinten auf deine Fersen setzen kannst.
Nur die Hände so einen leichten Abstand, Füße sind parallel, Füße sind gestreckt. Und dann ziehst du dich hier nochmal in die Streckung der Beine, Dehnung, Fußrücken, Schienbein. Einmal noch hoch, halt die Position und dann stellst du einen Fuß auf, stellst den anderen Fuß auf, schiebst hier nochmal den Becken schön nach hinten raus. Wanderst mit Händen und Füßen näher zusammen, dass du einen stabilen Stand hast, die Knie ruhig ein bisschen gebeugt. Komm mal mit den Händen auf die Knie, bleib mal auf halber Höhe und hier möchte ich gerne nochmal einmal die Rumpfmobilität sehen. Lass den Rumpf kreisen, so richtig schön über die Seite. Jawohl, wechsel die Richtung, andere Seite. Und dann bleibst du in der Mitte, zieh den Bauch ein, denk nochmal an das Aufrollen, wie wir es am Anfang vorgeübt haben. Aus der Bauchspannung kannst du hier ganz sicher, ganz stabil den Körper aufrichten. Sehr, sehr schön. Dann sind wir wieder im Stand, locker Arme und Beine nochmal aus. Stell die Füße hüftbreit, komm in deinen geraden, aufrechten Stand. Wir atmen hier nochmal tief ein, streck dich hoch, locker aus, einatmen, strecken, locker aus. Einmal noch hoch, senk die Arme mit Kraft, einmal ab. Sehr, sehr schön. Das war eine super Stunde mit euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr mir Gesellschaft geleistet habt hier. Ne, erste Stunde im neuen Raum war schon was Besonderes. Ich hoffe für euch auch, nicht nur für mich. Sehr, sehr schön. Und bald sehen wir uns hier. Ich freue mich auf jeden Fall. Ja, ich wünsche euch einen schönen Abend. Genießt den schönen Abend. Und wie gesagt, danke, dass ihr dabei wart. Hat alles gut geklappt. Super. Juhu. Ich freue mich. Tschüss.